herzlich willkommen aus dem Kulturpark West zu einer neuen Folge von Kulturinfo Live, einer Produktion von Tojo Projects, PM7 Augsburg und MUX TV Köln. Unser heutiger Gast ist Danny Wohlrab alias Barlo. Hallihallo. Hallihallo. Ja, ich habe schon überlegt, wie ich dich vorstelle. Singer-Songwriter war der erste Gedanke, aber du bist ja auch, finde ich, viel besser, Barde. Ja, tatsächlich, ja. Singer-Songwriter ist aber richtig. So moderne Barde. So ja, der moderne Barde. Ich finde, das passt total. Eigentlich müsste ich dich kennen. Ich kenne dich auch, weil du seit 17 Jahren in Kaltenberg als Barde auftrittst. Finde ich klasse. Ja, jetzt natürlich, das ging es nicht. Ja, finde ich wirklich toll. Kannst du gleich mal uns hineinbarden? Also in die, oh Gott. Ja. Also ich habe ja ein paar Instrumente da. Also ja, so direkt was zum Baden oder ein Liebeslied, das folgt dann später. Aber ich bin ganz glücklich. Aber ich habe gedacht, ich sollte einen Barden treffen. Ich dachte, ich treffe einen Singer-Songwriter. Aber ich treffe jetzt einen Barden. Aber ich habe eins meiner Lieblingsinstrumente mitgebracht. Entschuldigung, dass ich... Alles gut. Ich würde mich jetzt sozusagen anspielen. Ja, genau, eben das mache ich nicht. Weil ich also als Barde ja schon meine Holde gefunden habe, dann muss ich auch treu sein. Stimmt, dann darf ich jetzt keine andere Frau anspielen. Deswegen stell dir einfach vor. Habe ich mir. Nein, das ist ein falsches Instrument quasi. Das ist eins meiner zwei Instrumente, die ich im Mittelalter spiele. Das ist ein sogenannter Zither, sagt man im Mittelalter dazu. Und ich nutze die eigentlich sehr, sehr gerne, um so ein bisschen beschwingte Tanzmusik zu spielen. Das schaffe ich sogar allein. Also das klingt dann zum Beispiel so. Sehr schnell. Kann man jetzt eben auch hören. Aber sag mal, ich wollte das ja ganz bewusst von dir hören, weil wie eignet man sich Musik aus dem Mittelalter, aus früheren Zeiten an? Wälzt man da ganz viele alte Bücher oder wo? Wie kommt man da drauf? Also jetzt wirst du lachen. Das, was ich gerade gespielt habe, war rein improvisiert. Ja? Okay. Aber die richtigen... So. Das ist so angelehnt an so einen ganz typischen Reel oder einen Jig. Also so die Irish Folk Musiker werden jetzt sagen, ah, klar. Aber das, was du meinst, gibt es tatsächlich. Es gibt alte Musik. Ja? Jeder kennt irgendwo den Begriff Walter von der Vogelweide. Ja? Den Mann hat es wirklich gegeben. Der hat auch tatsächlich viele Sachen gespielt. Und da gibt es noch viele, viele andere. Und da gibt es natürlich auch Lektüre drüber. Die kann man heute googeln. Ich habe aber auch unzählige Bücher zu Hause. Und einige von den Büchern sind auch... Da gibt es nur Texte und keine Melodie. Und entweder man denkt sich was Neues aus, also man schreibt eigene Musik auf alte Texte, oder man nimmt die Lieder so, wie sie sind, adaptiert sie ins Moderne, oder man schreibt einfach moderne Sachen, angelehnt an diese Romantik. Das Heutige, was man im Mittelalter in diesen Festen hat, Kaltenberger Ritterturnieren, alles drum und dran, das ist ja nicht so, wie es früher wirklich war. Ja, nicht 1:1. So 1:1 will das keiner haben, weder vom Geruch her noch von der Optik. Ja. Aber es ist tatsächlich so, diese Romantik zieht die Leute ja in ihren Bann. Man kann mal von diesem ganzen, ich sag mal, Computer, Handy und so weiter ausbrechen, hat Lagerfeuer, Pferde und wirklich diese Romantik da. Und da kann man natürlich auch Lieder darüber schreiben. Und ich habe viele Parodien geschrieben vor allem. Also ich freue mich sehr, weil das ist für mich seit vielen, vielen Jahren ein fixer Punkt im Jahreskalender, dorthin zu gehen. Das ist schön. Und diese Romantik zu spüren, wirklich, wie du sagst, zu flanieren über das Gelände, dann das Ritterturnier anzugucken und dann vor allen Dingen auch den Barden zu lauschen und sich hineinzuversetzen. Natürlich, wie du sagst, möchte man vieles aus dieser Zeit natürlich nicht live erleben. Um Gottes Willen. Und es ist schön, wenn man dann weiß, man kommt nach Hause und man hat ein ordentliches Bett und sanitäre Anlagen, aber es hat schon was. Ist das auch der Grund, weil man hört es ja ein bisschen, du bist ja gebürtiger Sachse, dass es dich nach Bayern verschlagen hat? Also der Grund, würde ich jetzt, ja doch, kann man schon so sagen. Also es ist so, ich bin seit vielen, vielen Jahren, du sagtest, dass ich 17 Jahre in Kaltenberg habe, aber viele Jahre vorher schon Mittelalter gemacht. Das hat bei mir auch so angefangen, schon im Alter. Da war ich kurz vorm Führerschein, da bin ich ja mit dem Zug zu allen Festen gefahren, die erreichbar waren für mich, also regional. Und dann ist da eine Leidenschaft draus geworden. Ich habe immer schon Musik gemacht, also seit ich klein bin, habe so eine ganz billige Gitarre immer dabei gehabt oder eine Flöte, also ich spiele Irish Tin Whistles und Low Whistles und sowas. Und da sitzt man im Mittelalter irgendwo dann abends zusammen und spielt. Und dann wollte ich halt immer dabei sein, nicht nur hinfahren. Du kennst das ja, wenn man Eintritt bezahlt, dann ist man da,
aber gehört nicht dazu. Ja. Und dann habe ich angefangen, einen mittelalterlichen Marktstand zu betreiben. Okay. Ja, ich bin vom Beruf her ursprünglich Offset-Drucker. Also ich habe Zeitungen, Plakate, Kalender gedruckt, alles drum und dran. Und habe demzufolge aus diesem Beruf tatsächlich eine historische Druckerei gemacht. Das ist nicht ganz Mittelalter, also die Historiker werden jetzt gerade mit den Ohren schlackern. Das ist schon Renaissance, wo Gutenberg quasi hat die Renaissance ja eingeleitet mit dem Buchdruck für jedermann. Aber genau sowas habe ich gebaut. Wir haben tatsächlich eine echte Gutenberg-Presse in vereinfachter Form nachgebaut. Und somit bin ich Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist überall, wo man Deutsch spricht, über Mittelaltermärkte gefahren. Und habe dort viele Leute kennengelernt, habe dort immer so nebenbei Musik gemacht. Und dadurch kam ich eben auch über diese Bekanntschaften zur Mittelaltermusik, dadurch dann eben auch nach Kaltenberg. Ja, also Kaltenberg gehört für mich und für viele andere auch immer noch so zur Creme de la Creme. Also wenn du es als Musiker oder überhaupt als Künstlerakteur nach Kaltenberg geschafft hast, dann hast du auch ein sehr großes Publikum. Und das macht auch mega Spaß. Es ist nicht so, dass ein kleineres Fest nicht auch Spaß macht, aber es ist halt schon was anderes. Und du bist ja dreifacher Gauklerkönig. Ja, das darf man nicht vergessen. Das muss ganz man schon erwähnen. Nein, aber tatsächlich. Und dort habe ich 2013 an meiner Bühne eine Regieassistenz gehabt. Die war sehr nett und freundlich und aus diesem nett und freundlich wurde dann eine gute Freundschaft und aus dieser Freundschaft wurde ein Dreivierteljahr später eine Beziehung und mittlerweile ist das meine Ehefrau. Und das ist dann tatsächlich der Grund, warum ich heute in Kaltenberg auch wohne. Okay, aber da kommen wir drauf, weil da gibt es ja dann die moderne Fassung des Barden, den Singer-Songwriter, da kommen wir jetzt auch gleich noch drauf. Aber vielleicht nur noch ganz zurückkommend auf das Mittelalter und deine Tätigkeit, dein Auftreten auf diesen Festen und auch in Kaltenberg. Machst du das dann auch so, wie es ja einige auch machen, dass du dann auf dem Gelände auch schläfst, im Zelt? Oder hast du schon den Caravan, das Wohnmobil? Aber du wohnst ja in Kaltenberg. In Kaltenberg ist es tatsächlich so, da wohne ich da. Du kannst ja da um die heimlaufen. Das soll jetzt nicht komisch klingen, aber wir haben tatsächlich, ich habe angefangen im Zelt oder im Stand eben auch. Das war dann, das ist so das Zelt, was etwas größer ist und auch schöner ausgestattet ist. Dann hatten wir ein Wohnmobil als Band auch. Weil es ist tatsächlich so, auch wenn du viel mit Stimme arbeitest und sowas und im Zelt, also jeder, der campt, weiß es, ist, du brauchst früh ein Stück, um überhaupt wieder in die Gänge zu kommen. Es ist zwar romantisch und schön, aber nicht, wenn man arbeiten muss. Ja. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich irgendwo gebucht werde, dann ist das eine Vereinbarung, das gehört zum Künstlervertrag dazu, dass eine Pensionszimmer, Hotelzimmer also da sein muss. Muss. Zumindest in der Nacht, das ist die Neuzeit. Genau. Wenn ich da 4 Uhr reingehe und 8 Uhr wieder aufstehe, ist völlig egal, aber die paar Stunden mache ich es dann schon aus. Genau. Aber du hast optisch schon dich dann der Zeit angepasst. Du hast da auch ein Kostüm oder eine Kleidung, sagt man da? Gewandung, sagt man. Gewandung. Ich habe seit vielen Jahren tatsächlich eine Gewandung, sieht immer gleich aus, die Farben habe ich mir irgendwann ausgesucht. Und mit dieser Gewandung, die ist jetzt tatsächlich mehr praktisch als tatsächlich authentisch. Das ist zusammengewürfelt aus allen möglichen. Wobei ich zugeben muss, das war ja bei den Baden und Spielleuten früher auch so. Wir haben ja genau die abgelegte Kleidung bekommen, was die Reichen am Hofe ihnen quasi als Bezahlung gegeben haben. Also die wurden ja weniger bezahlt mit Gold und Münzen und allem, sondern mehr mit Essen, Trinken, Übernachtung und Kleidung. Und deswegen waren die auch gut. Was theoretisch erreicht. Ja, theoretisch schon, genau. Theoretisch. Und dann haben sie aber die Burgfräulein verführt. Tja, so ist das nun mal gewesen. Apropos, womit wir beim Thema werden. Also es gibt da also diese Ehefrau, die eine Regieassistenz war und dann eine gute Freundin wurde und dann eine Liebe und dann eine Ehefrau. Und du bist ja auch Singer-Songwriter, wie man es neudeutsch sagt, und schreibst ja eigene Musik. Und du hast tatsächlich in der Nacht vor deiner Hochzeit deiner Frau einen Song geschrieben. Hast du den dann performt, so ganz spontan, also es ist bei der Hochzeitsfeier, oder wie darf man sich das vorstellen? Er ist tatsächlich in der Nacht vor der Hochzeit fertig geworden. Ah, okay. Es ist aber tatsächlich so, ich habe ein halbes Jahr versucht, diesen Song zu schreiben, mit allen Eindrücken. Und ich weiß nicht, wenn du dich mal an deine Liebe erinnerst, vor allem, wo das alles losgeht, und du versuchst dann zur Hochzeit, mit emotionalsten Moment in dem Leben bisher, ein Lied zu schreiben, sagen wir mal so 3 Minuten, und versuchst in diese 3 Minuten alles reinzupacken, was du sagen möchtest. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich schwer, richtig schwer. Und ich habe so viel verworfen und dann dachte ich mir, das ist zu viel Geschnulze. Dann, das ist zu oberflächlich. Das ist zu banal. Gott, was machst du jetzt? Und dann habe ich fast schon gedacht, gut, wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Weil es wusste ja keiner. Wusste ja keiner, dass ich das vorhatte. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich das nicht schaffe, dann ist es halt egal. Weil wir hatten ja auch tatsächlich im Corona-Jahr geheiratet, also letztes Jahr. Und was heißt Corona-Jahr? Mittlerweile gibt es ja schon das zweite Corona-Jahr. Aber 2020 war ja so ein Jahr, wo keiner wusste, was ist jetzt. Und wir hatten auch mit unserer Hochzeit, die war im Oktober, permanent die Angst, fällt sie jetzt aus? Findet sie jetzt statt? Müssen wir jetzt absagen? Müssen wir irgendwas ändern? Und das ist schon sehr krasser Stress gewesen. Und dann noch ein Lied schreiben. Ja, Prost, Mahlzeit.
Und der Nacht vor der Hochzeit ist irgendwie so viel passiert, dass ich mich frage, wie lang die Nacht gewesen sein muss. Ich habe erst mit meiner Frau noch tanzen geübt. Dann haben wir noch gemütlich was getrunken. Dann sind wir in unterschiedliche Zimmer, so wie sich das gehört. Wir haben Ah, getrennt schön, geschlafen. Wir ja. haben und dann habe ich erstmal mein Ehegelöbnis geschrieben in der Nacht. Also auch das war schon im Handy fast fertig. Ich habe das alles dann nur zu Papier gebracht. Und dann lag ich im Bett und konnte natürlich nicht schlafen, so ganz klassisch. Und dann sind mir die Zeilen eingefallen. Also wieder aufgestanden, die Gitarre genommen und ich habe die Handyaufnahme noch. Das ist zum Schießen, ja? Wie ich da versuche, in Flüstermanier diesen Song zu schreiben. Und dann war er fertig. Dann habe ich am nächsten Morgen, bin ich so am Trauzeugen, habe gesagt: Hör mal hin, ist das gut so? Kann man das machen oder ist das doof? Er hat dann erstmal geweint und gesagt: Das Schönste, was du jemals geschrieben hast. Und Wunderbar. da war ich erstmal bestärkt. Und dann haben wir das ganz spontan eingebaut. Und am Abend hat dann er, also wir waren draußen, es gab ein Feuerwerk und da waren alle draußen, dann hat er meine Gitarre hingestellt und mein Hocker hingestellt und ich habe das wirklich auch ohne Technik wirklich ganz authentisch mit der Gitarre gespielt. Und das war so ein emotionaler Moment, dass ich dann gesagt habe: Also, wenn das jetzt schon so gut ankam, dann bringe ich den auch raus. Ich wollte gerade sagen, You heißt er. You. Und man kann ihn finden auf deiner Homepage auch. Auf der Homepage kann man ihn Probe hören, man Ja. kann ihn überall Spotify, wo man, was man streamen möchte, You. kann man ihn finden. Welche You. Frau wünscht sich nicht, dass ihr Angebeteter für sie ein Lied schreibt? Mit dieser romantischen Geschichte in der Nacht vor der Schon Hochzeit. schön, gell? Oh, das ist wirklich toll. Und ein kleines Easter Egg habe ich auch eingebaut. Das habe ich mir erfüllt, denn meine Frau ist Teil des Songs. Sie Okay. spricht einen Satz in zu dem drin. Stimmt, Genau, das ist ja, sie habe ich selbst. Das ist gehört. niemand Ach, Fremdes. schön, cool. War mir wichtig. Ja, Fand ich nein, schön. also es ist ja euer Song. Genau. Das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Ja, wie wird es mit dir weitergehen, Barlo? Jetzt unabhängig, dass wir hoffen, dass es bald auch wieder auf Kaltenberg und andernorts schöne Feste geben wird, wo man dich als Barde erleben kann. Was ist mit dem Singer-Songwriter Danny Wohlrab? Also der Singer-Songwriter Danny Wohlrab, alias Barlow, der ist am Schreiben, am Machen, am Tun. Ich habe am Anfang wirklich vorgehabt, Ende diesen Jahres ein Album fertig zu haben. Mittlerweile habe ich das Datum mal mit einem Fragezeichen versehen, weil ich einfach sage, es ist fertig, wenn es fertig ist. Ich habe so Phasen, wo ich tatsächlich viel schreibe, wo mir viel einfällt und dann wird das ratzfatz fertig und dann habe ich Durststrecken. Corona war da keine große Hilfe. Ich war nicht sehr kreativ in der Zeit. Also ich war kreativ mit anderen Dingen, aber nicht kreativ mit dem Liederschreiben und da wären dann auch keine sehr positiven Songs rausgekommen permanent. Und aber Musik mache ich permanent. Es gehen jetzt schöne kleine Feste wieder los. So, viele sind ja auch drauf, machen so Biergartenkonzerte. Das wird jetzt das nächste mit sein. Spiele ich in Augsburg tatsächlich. Und darüber hinaus, die Hochzeiten, die im August sind, stehen alle noch und die werden auch stattfinden. Das wird also eine schöne Sache, weil ich arbeite Also ja. du spielst auch für andere Paare, die Ich sie kennen. spiele hauptsächlich, ist eigentlich meine Und dann immer Haupteigen. Jo, oder? Kommt, ist Jo so ein Standard dann? You ist noch kein Standard, aber es könnte es werden. Aber ist tatsächlich schon einmal gewünscht worden. Also ich spiele es dieses Jahr während einer Trauung. Das ist für mich eine Riesenehre, meinen eigenen Song auf einer fremden Trauung zu spielen und die haben sich den gewünscht. Ach, Das ist etwas schön. Feines. Und auf deiner Homepage findet man, die heißt dann Barlow.de, genau, Barlo. mit Es H. ist übrigens Wohlrab umgekehrt geschrieben. Genau, das ist Mit eigentlich ein H, genau. Geheimnis, aber mittlerweile auch nicht mehr. Also von insofern, ja. Nein, nein, die Leute Okay. fragen immer, wie ist denn Barlow Bertha, entstanden? Anton, Richard, Ludwig, Heinrich, Otto, Wilhelm. Genau, Barlo. Barlow.de. Barlo.de. Da guckt ihr drauf, da könnt ihr dann reinhören in You und wenn ihr dann bei eurer Hochzeit, die dann stattfinden wird, einen wunderbaren Barten haben möchtet, mit einem wunderbaren Song, You, dann, ja, ich Na weiß, mietet klar, den Barten, dann rent a musician. Nein, Rent a aber Musician, Rent Barlo. was Hochzeiten angeht, bin ich sehr breit aufgestellt. Also ich mache tatsächlich vom Hochzeitsredner bis zum DJ abends alles. Ja, also viele meiner Paare buchen mich dann den ganzen Tag Ein durch. Allround-Genie. Allrounder, das hat sich so ergeben über die Zeit und es funktioniert unwahrscheinlich gut. Und der Barde wird oft mitgebucht bei einer Hochzeit. Ach, Denn, das schön. habe ich gerade gar nicht gesagt, der Barde, den ich darstelle, ist weniger der Minnesänger-Barde, der die Frauen bezirzt. Nicht, dass ich das könnte, sondern ich bin tatsächlich Nicht könnte, du kannst mehr es, könntest es schon. oder so. Ja, klar kann ich das. Ja. Nicht, dass ich das nicht könnte. So, genau, das ist recht. Ja, danke für die. Ja. Danke. Nein, natürlich. Ist teilweise auch Bestandteil der Show, aber meine Show ist tatsächlich eher Comedy. Comedy und total lustig und ich schaffe es auch noch nachts 1:30 Uhr die Leute zum Toben zu bringen, allein auf der Bühne. Und das ist was, was sehr oft und sehr gerne gebucht wird. Und das ist als Pendant eben, wenn du permanent der Spaßmacher bist, ist der Singer-Songwriter, also der die ernsthafte Musik macht über das, was ich tatsächlich sagen möchte. Gefühle, Emotionen, gesellschaftliche Dinge, ist das ein wunderschöner Ausgleich dazu.
Aber das ist doch immerhin immer wunderschön, wenn man beide Seiten hat. Ja. Also ich glaube, das eine geht oder das andere nicht. Auch wenn man vielleicht das eine erlebt und man nicht so gut drauf ist, dann wünscht man sich das andere. Aber wenn man nur spaßig durch die Welt rennt, fehlt oft die Tiefsinnigkeit, Ich mache muss das sehr, sehr ich gerne, die spaßige Sache, aber es ist extrem oberflächlich. In dem Moment, die Show ist natürlich durchgestylt, ich weiß, sagen. wann was passiert, aber ich bin eine Figur. Ich bin im Endeffekt eine Figur. Ich bin der Barde, ich komme aus dem Mittelalter, ich habe einen ganz anderen Slang drauf in dem Moment. Ja, also diesen Mittelalter-Sprech, wie man so schön sagt, das hat weder was mit dem Original Mittelhochdeutsch zu tun, aber es kommt so rüber. Und es ist natürlich extrem frech und voll auf die 12. Und das ist aber das, was ich, so bin ich eigentlich nicht. Also nicht nur. Und das macht aber bei der Show richtig Sinn. Währenddessen bei dem Singer-Songwriter, steht die Musik im Vordergrund. Ich habe mit Reden, Moderieren und so gar kein Problem, aber ich möchte, dass die Musik gehört wird. Und da ist es eben schön, auch die Dinge mal von allen Seiten zu beleuchten, so wenn man Lust darauf hat. Ja. Und wir möchten dich jetzt auch hören. Deswegen werden wir jetzt das wie man es will, Geblubber. Geblubber beenden. Das war die heutige Folge von Kulturinfo Live aus dem Kulturpark West, eine Produktion von Tojo Projects, Mux TV Köln und PM7 Augsburg. Aber jetzt bekommt ihr was auf die Ohren, den Barden, den Singer-Songwriter Danny Wohlrab alias Barlo. Okay, das ist mein erster Song. Chocolate is Better. Heute Premiere mit Ukulele. Los geht's. She came home from school late in the afternoon. It was a day like any other. Her mom was sitting alone in the living room. She looked around, but where was her father? Her mom stared into her eyes and she didn't say a word yet. She chewed a piece of chocolate and thoughtfully she said, boys are good, but chocolate that is better. Always keep that in your mind. Chocolate doesn't cheat. Chocolate understands. Chocolate doesn't decline. Chocolate is better. Chocolate is better. High school prom night, looking for Mr. Right, but he had another in his arms. Tears, angel dismay, she had no reason to stay, so she ran into the night. She ran and cried all the time, and she didn't stop until she was running out of breath. She reached into her pocket and found a piece of chocolate, and she heard her mama's voice saying, boys are good, but chocolate is better. Always keep that in your mind. Chocolate doesn't cheat. Chocolate understands. Chocolate doesn't decline. Chocolate is better. Chocolate is better. Chocolate is better. Chocolate is better. Years later, all is done. Married, happy, even mom and her girl is going out of school crying. She tells off a cool boy who treats her like a toy. Her head hangs and her tears don't dry. She takes her in her arms and kisses her on her cheek. She says, come on girl, don't worry and hear what I have to say. Boys are good, but chocolate is better, and love is the best thing in the world. Look at me and love.
look at your father, one day you will find her too. But at the moment, chocolate is better. 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 Oh, 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 yeah. Chocolate is better. Chocolate is better. Oh, 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 yeah. Chocolate is better. Chocolate is better. So, der zweite Song ist ein ganz besonderer Song. Das ist der Song für meine Frau. Den habe ich zur Hochzeit geschrieben. Und dann für die ganze Welt. Los geht's. There are words to explain how beautiful you are. And a wonderful life has been with you so far. You are the one. Special things between me and you, and all of these feelings, they're so true. You are the one, you are the right one. You are the sunshine in the rain, in my songs, you are the refrain. Side by side, me is your husband, you is my wife. You are the one, you are the right one. Step by step, forward together today, tomorrow, forever. You are the one. You're